Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Origins. Beim letzten Mal haben wir uns hier ein bisschen durch das Gebiet durchgequestet. Danke. Das ist Symbol des Lebens und des Schutzes. Widmung von Ramses. Dieses Grab ist den Soldaten der Ptah-Division gewidmet, die so tapfer um Kadesh kämpften. Einige folgten sie Ramses dem Großen und zwangen die Hethiter in den Fluss bei Kadesh. Möge ihr Ruhm nie vergehen. Sein Vater will ihm zeigen, was es heißt, ein Mann zu sein, die in seiner Obhut zu beschützen. Okay, an den Schatz wäre ich auch anders gekommen, gut zu wissen. Meine Fresse, man kann es auch kompliziert machen. Die Höhlen der Tapferen. Hübsch. Und hier komme ich wieder raus. Ah, Setna ist ja direkt daneben. Na gut. Wollte mich jetzt eigentlich durch die Gegend porten, aber wenn Setna eh hier ist, dann... Ist ja Unsinn. Hallo, Setna, ich hab da was für dich. So ein kleines Ding? War es schwer, es zu bekommen? Haben die Geister der Gefallenen geschrien und gekreischt? Ihre eisigen Finger um deinen Hals gelegt? Du hast eine lebhafte Fantasie. Das ist sowohl Gnade als auch Fluch. Was passiert nach den Prüfungen? Ich stelle mich meinem Vater. Glaubst du, er wird mir zuhören? Sei stark und stolz. Er wird dich hören. Als letztes soll ich den Königsbart des Pharaos im großen Sandsee stehlen. Es soll aus dem Sand herausragen. Das Symbol der Macht ist der Bart? Ein Junge ist kein Junge mehr mit Haaren am Kinn. Ich treffe dich im Allerheiligsten von Hasiesse. Der Königsbart. Er soll aus dem Sand herausragen. Er ist sehr herausragend. Das könnte dann vielleicht auch schon der Ort der Suchmission sein. Wie war das? Das Symbol der Macht oder so? Wie stand es hier? Hä? Wieso wurde denn das jetzt auf einmal nach links gedreht? Sieg blickt über das unermessliche Kadesh. Naja, wobei. Es gibt keinen Gott. Keinen Gott bei den Sternen ohne eine Gefährtin an seiner Seite. Was ist das denn? Achso, das ist der Thron, oder? Gefährtin sein? Ah ja, genau, der wird dann später aufstehen und mich verdreschen wollen, ne? Und das da oben ist schon das eine Ding, um ihn zu erwecken. Gut, dann weiß ich, wo ich später nicht mehr hin darf. Der Himmel ist bedeckt, die Sterne verdunkelt. Hä? Es liegt in seinem Bart. Und doch ließ ich meinen von Arya abrasieren. Du vergehst nicht.
Ich habe auch keinen Bart. Bin ich jetzt auch nicht traurig drum. Denn du bist mächtig. Bin eher genervt, dass so ein paar Haare wachsen. Beziehungsweise ich muss ja ehrlich gesagt sagen, finde Bart scheiße. Ja, steht manchen. Was will Sednas Vater mit diesem Plunder? Ja. Oh Horus, für dich baute ich diesen Schrein, auf dass du immer der Falke bist, der mich bei der Arbeit beschützt. Ja, hier kommt dein Horus. Also ich finde Bart scheiße. Und so viele sagen, Bart ist so toll, Bart ist so toll. Nee, mach mal nicht. Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Ein Sturm kommt auf. Großer Ramses, Bewahrer der Harmonie und des Gleichgewichts. Mein Vater, deine Prüfungen sind bewältigt. Dein Wille erfüllt. Aber ich werde dir nicht folgen. Ich gehe meinen eigenen Weg. Dann geh mit Rey, mein Sohn. Du bist nicht der Löwe, der eine Armee von Schafen führt, Bayek. Aber ihr Schicksal wird in den Flammen geschmiedet, die du entzündet hast. Möge dir das Frieden bringen. Quest abgeschlossen. Skillpunkt. Mut, Sorgen. Ein Schild. Ich muss gerade dann mal kurz pausieren. Ja, Schlaf im Blocken. Scheiße, kann ich nicht nutzen. Ich muss kurz pausieren. Ich muss mal eben den Ofen anmachen. Bis gleich. So, und in circa 5 Minuten muss ich nochmal los. Was haben wir hier? Ah, und hier geht's vermutlich wieder raus, ne? Hätte ich so infiltrieren können. Alles klar. Cool. Okay. Quest. Wo muss ich da jetzt hin? Ah ja, hier oben, genau. Dann reise ich kurz hier hin. Mache oben links das interessante Gebiet. Dann gehe ich schnell die Brötchen in den Ofen legen. Dann mache ich hier rechts die Quest. Dann bin ich, glaube ich, sowieso schon wieder fertig mit der heutigen Folge. Du bringst meinen Geliebten dem Frieden näher. Göttliches Viech. Aber ehrlich gesagt bin ich bei der Suchmission gerade noch recht recht überfragt. Kacke. Da kann ich vermutlich auch wieder nicht mit meinem Pferd rein. Doch, kann ich. Scheiße, daneben geschlagen. Selkets Kammer abgeschlossen. So, Scherbe eines Sterns noch geplündert. Mehr ist hier nicht. Nö. Göttliches Viech.
Auf, sieht's hin. Der Wind frischt auf. Ah, ich hab Skillpunkt, stimmt. Und nimm den Sand mit. Nicht vom Weg abkommen. Ja. Was wollt ihr denn schon wieder von mir? Zack. So, hast du was gekonnt, wa? Das ist auch das letzte interessante Gebiet hier. Deswegen bin ich wirklich ein bisschen überfragt, wo ich die Suchmission abschließen soll. Die Belagerung Darpurs. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Hallo, wie geht's denn so? Die Kriegsbeute. Das sind die Bars der Menschen, die bei Ramses Schlachten gefangen wurden. Du bist tot. Ich schlitz dich weg. Sterb gefälligst. Au. Nein. Muss ich den noch befreien? Muss ich dich irgendwie... Okay. Weg mit dir. Weg mit dir. Was hast du? Weg mit dir. Weg mit dir. So, die Leiche direkt entsorgt. Au, scheiße. Zack. Klünk. Das war da, ich hab dich. Zack. Wo kam ich denn noch weiter in den Untergrund? Hier? Ja, sieht so aus. Hey! Ja. Du bist tot! Ich bin Messer! Ah ne, du bist Messer. Ich bin tot. Viel Spaß euch. Hui. Zack. Und zack. Warum bin ich golden? Wo geht's hier lang? Scheint hier wieder rauszugehen.
Ja, hier hätte ich reinspringen können. Okay. Leute, ich habe echt gar keinen Plan, wo ich hin soll, um die Suchmission abzuschließen. Ich pausiere nochmal kurz. Also, in 10 Minuten klingelt der Ofen. Knack. Achso, hier ist gebrannt. Okay. Ja, hey, nix, hey. Schließ. Die Knochen des Erdgottes beben. Die zwei Türen des Horizonts stehen offen. Ihre Riegel weichen und zeigen ihn auf seinem unerschütterlichen Thron. So. Dann google ich nochmal schnell. Schatz des Ramses. Weil da weiß ich tatsächlich nicht, wo ich da hin soll. Da sagt mir... da sagt mir das Spiel gerade gar nicht, was ich tun soll. Lol, was? Okay. Habe ich jetzt schon wieder pausiert, oder? Nee, alles läuft nochmal. Gut. Sein Thron erinnert sich an ihn. Zwischen den zwei Zeptern. Diese Würde seines Geistes. Na, guckt mal. Ba und Ka wieder vereint. Schön, oder? So. Westen ist links. Ich habe gerade gegoogelt. Und tatsächlich ist hier an der Westwand irgendwo ein unscheinbarer Spalt anscheinend, den wir betreten können. Ich glaube, ich bin schon wieder dran vorbeigerannt. Sterne verdunkelt. Springt nach unten und untersucht die Felswand auf der Westseite ganz genau. Sein Thron erinnert sich an ihn zwischen den zwei Zeptern. Diese Würde seines Geistes. Die Felswand auf der Westseite. Meinen die da jetzt die Figur? Ich werde angerufen, oh come on. Hallo Bayek, oh, bleib doch nicht random stehen. Ich habe schon mal gesagt, also es ist bei uns die Einigung, man kann mich anrufen. Ich habe einen Vertrag, ich rufe zurück. Ich habe auch schon gesagt, ne? Es lohnt nicht, öfter als dreimal klingeln zu lassen. Weil wenn ich es nach dreimal nicht mitkriege, dann kriege ich es auch nach 10 Mal nicht mit. Das heißt, wenn man mich vorher in Ruhe lässt, dann hat man auch eher die Chance, dass ich, dass ich es mitkriege. So, jetzt muss ich mal kurz zurückrufen. Okay, angeblich müssen wir hier wohl noch ein Stück weiter hochgehen.
Auf der anderen Seite heißt es, ist an einem Schnellreisepunkt oberhalb des nördlichen, ist ein Feldspalt oberhalb des nördlichen Schnellreisepunkts zu finden. Hier ist. Das Gesicht des Gottes ist offen, enthüllt. Komm mal auf die Idee. Ja, gut. Ich weiß nicht. Der Entwickler, der sich Schlangen in AC Origins ausgedacht hat. Der gehört echt geprügelt. Den sollte man selber mal in so eine Schlangengrube reinwerfen. Keinen Gott bei den Sternen ohne eine Gefährtin an seiner Seite. Darf ich deine Gefährtin sein? Ach komm, als ob ich nicht da durchwerfen kann. Ich hoffe, Senu ist in Sicherheit. Da sind in der Ecke habe ich eine Schlange schon erledigt. Und die fackel ich jetzt auch noch ab. So, damit haben wir auch das gelöst und beim nächsten Mal machen wir uns daran, Ramses zur Ruhe zu betten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao. Sie will beenden, was ihre Mutter begonnen hat. Ein Ritual, um die Ma'at im Grab eines längst vergessenen Pharao wiederherzustellen. Und damit seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Origins. Wir stellen uns in der heutigen Folge dem Ramses. Nein, es gibt keine neuen Mythen in meinem Inventar. Die habe ich schon alle abgearbeitet. Danke dafür, Spiel. Der Himmel ist bedeckt. Die Sterne verdunkelt. Aber dafür gibt es einen neuen Kampf. Bringer des Friedens, Held von Kadesh, zeig dich mir, ich gebe dir Frieden. Jetzt wüsste ich gerne, ob Ramses tatsächlich mit einem Streitkolben gekämpft hat. Der hält ein bisschen was aus. Au. 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 Ausrüstung. Ich brauche einen anderen Bogen. Ich brauche ja die vierte Plage. Au. 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 Ja. Das ist nur ein bisschen gemein. Aber zum Glück kann ich dich mit dem Kettenangriff messern.
wolltest mich doch schon wieder greifen, oder? Och, leck mich. Messer, 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 Messer. Nee, 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 du buffst dich jetzt bald bitte mal nicht. Das, danke. Uiuiui. What the fuck? What the fuck? Als ob der mir entkommt bei meinem Hochleistungsangriff. Ausrüstung. Dir die Ewigkeit mit deinen Liebsten gewähren, Bayek. Solche Größe. Aber hat er das alleine geschafft? Der Pharao ruht. Quest abgeschlossen. Der König der Könige. Bewahrer der Harmonie, jawoll. Damit sind wir auch hier in Z-Fest fertig. Und wir haben nur noch ein Ziel vor uns.